Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir ein Theaterstück hinter uns haben. Hast du noch irgendwas zu sagen, schöne Frau? Nein, aber Priscilla vielleicht? Geralt! Ja! Ach so, das war's. Alles Gute. Das war das schönste Gespräch, was ich bisher geführt habe in Witcher 3. Geralt! Ende. So, triff Soltan am Ort des Hinterhalts. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, Wirtschaft. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Schweine. Überall Schweine. Schicke, schicke Schweine. Oh, Leinen, Silber, Salpeter. Finde ich schön, dass hier die ganzen Sachen rumliegen. Ich weiß nicht, wen du suchst. Aber hier findest du ihn nicht. Ich habe doch hier schon alle gefunden, die ich wollte. Jetzt muss ich hier irgendwie durch. Dann über die Bühne. Ach so, das ist nur die Kerze ausmachen. Ich dachte gerade, hier kriegen wir wieder... Ach Mann, ich dachte, wir kriegen wieder allerlei erkleckliche Speisen und Getränke, aber leider... Ach, naja. Raus hier. Und jetzt mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen zum Ort des Hinterhalts. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die... Und die Frage ist natürlich auch überhaupt, wo findet der Hinterhalt überhaupt statt? Er wird nicht rumgehangen. Muss das sein? Noch mehr Treibgut. So, wir könnten jetzt natürlich... Ich möchte mal wieder... Wir sind jetzt so lange in der Stadt rumgelaufen. Ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen Plötze durch die Gegend reiten. Das haben wir schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Hey! Das kannst du hier nicht tun. Ich kann hier nicht schnell reiten. Oh. Los, los. Ich kann hier nicht schnell reiten. Das kannst du hier nicht tun. Nur, ich lasse doch vom Spiel nicht sagen, was ich tun kann. Na gut. Wir sind Sklaven der Engine. Oh, der Zwerg wartet immer noch auf ein schönes Gewinnspiel. Das tut mir natürlich sehr leid. Hey, ja! Ihr alten Genossen. So. Ja. Hier sind die 7 Katzen. Na, das ist ja ein ganz formidabler Weg hier. Und tatsächlich treiben sich da 7 Katzen rum. Man glaubt es gar nicht. Hab ich die vorher schon gesehen? Ich glaube nicht. So, schalte um auf manuelle Steuerung. Deswegen eiern wir hier die ganze Zeit. Autopiloten habe ich gerade aus. Halt! Wo führt er mich denn hin? Um Gottes Willen. Weißt du was, ich folge jetzt dem gelben Pfeil, nicht mehr der gepunkteten Linie. Ach so. Ach, da sind wir schon. Ich dachte gerade, das wäre einfach ein Bandit da oben. Ich wollte gerade anhalten, um ihn niederzumähen. Aber es ist unser alter Freund, der Sultan. Hey. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Eine gute Frage. Dieser Überfall ist einfacher, ist das wahr? Vielleicht wär's ja wirklich verdächtig. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Na gut. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand.
Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Hier ist gerade nicht einer. Spielt doch ihr beide. Da können wir ja so lange nachdenken. Gut, du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Das ging zügig. Und ich hoffe, sie bleibt wirklich da. Zu viele Wachen. Schafft. Upsa. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Da, okay. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Ja, es sind doch Spuren. Frage ist, kann ich jetzt schnell reiten und dabei den Spuren folgen? Geht das? Und vor allen Dingen kann ich die auch wieder einholen. Rasten die irgendwo? So, das sieht ganz gut aus. In der Dunkelheit kann man den zumindest besser folgen. Hä? Und sich an Gänseblümchen festhaken. Tief. Das Pferd war schwer beladen. So, hier folgen wir den mal. Verdammt, man sieht kaum was. Imkerei, Honig, Web, da freue ich mich ja sehr. Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Okay, die Bienen haben wir hinter uns gelassen. Scheiße hier. Besoffenes Pferd. Okay. So, noch sind wir dran. Ich tanke gerade noch ein bisschen Ausdauer. So, hier lang also. Schon tun die Gelenke weh. Halt! Was ist das denn? Frage jemand. Los, lauf! Toll. Wir folgen noch weiter nach den Pferdespuren. Das sind vielleicht zu viele. Frage jemanden aus dem Lager. Entschuldigung. Wahrscheinlich ihn. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Schön. Finde ich gut. Okay, wir drehen uns mal ganz elegant um. Hat er nicht gesagt links ab? Der hat doch gesagt links abgebogen. Wir laufen jetzt rechts, weil der Kreis oben hier rechts ist. Naja, links abgebogen kann ja so nicht stimmen. Naja, ist halt ein Bauer, der weiß es nicht besser. Sieht aus, als würde es lahmen. Okay. Sag mir nicht, dass die jetzt hier im Wald auch noch überfallen wurden. Los, los! Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Halblinge. Was zur Hölle ist hier los? Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln.
Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da? Sei still! Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Na, dann prügeln wir den Freund da mal raus. Aus dem Häuseli. Setz dich dahin. Dahin, sag ich. Und sei still. Schon gut, schon gut. Aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte festhalten? Sag still. Ich bin still, keine Sorge. Aber was ist mit den Halblingen? Niemand kann man nicht trauen. Einmal habe ich gesehen, wie ein... Ah! Das Gespräch ging nicht so lang. Hier durch Halblingunterhosen. Glückwunsch. Und hier muss irgendwo der Eingang sein. Da ist er. So. Können wir irgendwie an die Leiter ran? Ohne da runter zu fallen. Das sieht nämlich nicht so gesund aus. So. Ganz vorsichtig hinab. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Auf keine Mädchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Oh, cool. Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. Maler also? 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian alte Kantas. Discount, du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Stirb! Ah, stirb, verdammt! Fehler. Das gibt's doch nicht. Mist. Der Elende. Ach, der Rittersporn. Eigentlich müssen wir uns jetzt mal Zeit lassen. Ja, ja, ja. Er wird gleich schon noch genug reden können. Fürchte ich. Ah, hier ist auch noch was. Na, da ist auch noch was. Na gut, dann wollen wir den alten Quasselhelden... Ach, Tür ist verbarrikadiert. Dann wollen wir mal. Jetzt wollen wir. Wollen wir jetzt? Jetzt wollen wir. Huch. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was. Komm mit. Reden wir draußen. Warum ruckelt das jetzt so? Wie ärgerlich. Da. Hier nicht mehr. Nur gerade Silla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich... Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls.
Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Und natürlich folgt wieder eine Rückblende. Ich freue mich. Gleich nach dem weißen Ladebildschirm. Bitte was? Jetzt links, links! Hey, das sind aber ganz schön viele. Das geht uns nichts an, Kumpel. Doch, laut Hurensohn Junior jetzt. Oh, wenn ich auf die Minimap gucke, dann Glückwunsch. Hey, ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Links, links! Komm schon! Huch, ist das hier richtig? Nein! Ciao, Freunde! Alter Schwede. Oh, vielleicht soll ich hier... Nein, hier rum. Wie lang geht auch? So, Mann von Hurensohn. So, alter Schwede, die ganze Stadt. Hohoho. Es wimmelt nur so von Verbrechern hier. Aber kein Problem für uns. Was macht er denn da? Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Jetzt! Jetzt! Was macht er denn da? Ach, leck mich doch! So, Rittersporn, komm! Rittersport, will ich immer sagen. Auf geht's. Die wollen zum Platz! Ach, hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Fest. Das heißt, niemand weiß letzten Endes, wo sie hin ist. Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan. Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ja, kannst die ganze Kohle ja wieder auf den Kopf hauen. Das will doch keiner lesen. Was ist mit Ciri? Das ist die Frage. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft?
Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Nun. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hat es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Ja, wer nicht. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Ob es was mit der wilden Jagd zu tun hat? Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Kann der sich denn in Novigrad sehen lassen? Ist das nicht zu auffällig? Oder wird er sich da auch wieder rausreden? Ich fand die Szenerien gerade voll schön. Beim Gespräch und so. Im Hintergrund. So. Komm schon, los. Na nü. Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Na, das ist ja liebevoll. War das eine Quest? Ja.
Ich mag die Hütte hier irgendwie. Gefällt mir sehr gut hier. Ich mag auch den Wald. Ich fand das gerade, wie gesagt, im Hintergrund fand ich gerade voll schön. Gut, das finde ich auch immer nicht mehr so schön. Im Hintergrund, das fand ich voll schön. Ja, ist nicht so wirklich ein Schmied, nein. Baumwolle, Ziegenhaut, hier ist wohl nix. So, ein bisschen ausräubern wird ja wohl erlaubt sein. Und eigentlich möchte ich jetzt tatsächlich... Jetzt, wo die Sonne endlich mal wieder scheint, also ganz ehrlich, komm Plötze, wir reiten mal ein bisschen aus. Los, lauf! Finden ein Schiff nach Skellige, aber wir haben noch einiges offen. Hier nicht mehr. Reiseziel Skellige, Stufe 16, da können wir jetzt hin. Vorher war es immer zu hochgradig. Das wäre dann wohl die nächste. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel schwarze Perle, lalala. Wir können noch ein paar Kleinigkeiten machen. Es gibt noch so dies und das. Fliegende Fäuste. Stufe 23 immer noch. Gewinnt muss ich echt langsam mal. Ach, naja. Dixtora, tödlicher Plan. Ach ja, das war ja den König ermorden. Ob das so einfach, weiß ich nicht. Kabarett. Triff Rittersporn. Ach so, das ist das. Okay. Das können wir jetzt erstmal verfolgen. Dann kommen wir erstmal zu Rittersporn. Ganz ehrlich, haben wir jetzt so lange gejagt. Versuchen wir so dem Weg zu folgen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Natürlich sehen wir gerade noch Geralt, wie er nach links guckt. Klappt nicht immer. Und hier müssen wir auch gleich abbiegen. Entschuldigung! Ich muss mal ganz kurz... War ja jemand. So, ich wollte noch mal ganz kurz eben ins Feld abdriften. So, und jetzt preschen wir dahin. Wie der Herbstwind preschen wir dahin. Durch grüne Weiden. Oh. Ach, Wölfe, da könnte ich eigentlich mal kurz, aber wir brauchen deren Krempel momentan eh noch nicht. Kommen wir hier auch irgendwo rein? Na, komm Plätze. Huch. Oh. Na, das war ja schön. Schön, dass wir das mal gesehen haben. Hier ist offen. Warum? Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt eingesperrt sind. Das wäre jetzt wirklich doof. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt sind die Türen später noch gespawnt und dann hängen wir da. Okay, wir haben jetzt zwei Händler, wie es aussieht. Mann von Hurensohn, da will ich nicht verkaufen. Ach, jetzt ist er da. Hallo, reden. Kredithai. Hey. Grüße. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Ja, schauen wir mal. Du scheinst ein erfahrener Kredithai zu sein. Aha. Zeig mir, was du anzubieten hast. Gucken wir erstmal, was ist das denn hier? Ändere dein Leben, ein Handbuch. Florin? Aha. Wie viel zahlt er? 67? Ich glaube, da kriegen wir anderswo mehr Geld. Aber ändere dein Leben, können wir uns anschauen. Was heißt denn der Kredithai? Bist du schon lange ein Kredithai? Ja, seit ich ein kleiner Knirps war.
Du hast deinem Vater ausgeholfen und das Geschäft übernommen, als er starb? Nein, mein Vater hat mich verpfändet und nie eingelöst. Oh. Das hört sich ja nicht so gut an. Bis dann. Huch. So, das war offenbar kein Händler, aber hier müsste doch irgendwo einer sein. Kaufmann. Hey, Hübscher. Was muss ich tun? Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Der wirkt vertrauenserweckend. Gut, zeig mir, was du hast. Guter Mann, was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Ein bisschen Wasser könnte ich anbieten. Aha, Satteltaschen, 30er Satteltaschen. Guter Mann, was habe ich nicht? Offenbar ist das nicht sehr viel, was der gute Mann hat. Tut mir fast leid. Wildnissierreiche Himmelfahrts. Kann für eine ordentliche Summe. 13. Mhm. 15. Ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall nicht reich. Der hat 313. Das glaubt man ihm gar nicht. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. Und ich weiß auch warum. So, triff Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Hey, können wir unsere Freunde nochmal besuchen? Sind die... Die sind nicht da, ne? Ach, schade. Wollte ich gerade nochmal besuchen, aber leider sind die nicht mehr da. Schade, schade. Arme mit einer Bibliothek. So. War das hier irgendwo in der Nähe? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich muss noch mal versuchen, zu dem anderen Händler zu gehen. Ich hoffe, das klappt inzwischen wieder. Das wäre sehr schön, wenn wir die Felle und sowas verkaufen könnten. Da würde ich mich sehr freuen. Oh, gleich mit. Komm mir nicht in die Quere. Na nü? Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Ach, Geralt, schön, dass du kommst. Na nü? Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen.
Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Ach, sag mir nicht, wir müssen dafür Gewinn spielen. Willst du das wirklich? Warum so eilig Kuchen und verwässerten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja... Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Und da geht sie. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Ja, sieht aus wie ein schönes Etablissement hier. Ich brauche eine Pause. Und offenbar auch viele Genexperimente, viele Klone. Ach, Rittersporn, was ist das hier nur? Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Solange du das Geld nicht wieder verhurst. Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Als hätten wir eine andere Wahl. Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Geben? Man braucht Talent zum Geben. Aussehen und Charakter. Auf mehr drauf. Ach schön, die Gespräche hier. Träumchen. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, was der Hallodri wieder vorhat.
Die ganze Zeit nur am Rumrennen. So. Er ist weg. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Ist immer so doof, dass wir hier immer außen rum müssen. Ein bisschen lästig, aber gut. Aber hier findest du ihn nicht. Doch. Wo ist sie denn? Hallo, Irina. Ach, wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu, ihr kennt euch gut? Ja, obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat. Früher war er wohl ein Kaufmann. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern. Aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber ein Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. So, kommen wir zum Eingemachten. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich hab mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Das. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Das glaube ich nicht, dass er Konkurrenz machen will. Ich glaube, der hat da irgendwas Wahnwitziges ausgedacht. So, Quest aktualisiert, Kabarett. Lass uns leben, ja? So, jetzt weiter. Entschuldigung, hab's eilig. Ah, schon wieder wolkig. Ich hoffe, es wird nicht gleich wieder pissen. So. Ja, ja, für die habe ich keine Zeit gerade. Hier hoch. Da lädt er nach. Da geht's weiter. Hier irgendwo? Hast du keine Angst vor dem Schatten? Ja, hier irgendwo muss es ja sein. Hier irgendwo sollen wir mit der Requisite. Ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht, den Rittersporn habe ich gerade auch nicht gesehen. Da muss uns jetzt sagen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall haben wir den Rittersporn befreit. Er ist wieder da, er ist wieder im Spiel sozusagen. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, seinen komischen Billigpuff umzubauen zu einem Billigkabarett. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Ich bin mir aber nicht sicher, ob seine verflossenen Liebschaften ihn überhaupt nochmal irgendwas leihen würden. Ihr Gehör oder ihre Schenkelschere oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass wir da sonderlich erfolgreich sein werden, aber naja. Lassen wir uns mal überraschen. In der nächsten Folge versuchen wir das Schmierenstück Rittersporns aufzuführen, nachdem wir in der letzten Folge ja schon erfolgreich Theater gespielt haben, in dieser Folge erfolgreich Rittersporn befreit haben. Was kann es denn schaden? Und bald schon, ich habe das Gefühl, bald schon machen wir uns auf nach Skellige. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Doch zuvor noch ein paar kleine Mini-Quests in Novigrad. Auch darauf freue ich mich. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.